Ein Sprengplatz irgendwo in Schweden, Schauplatz eines besonderen Versuchs. Fünf Nationen, Deutschland, die Schweiz, Norwegen, Schweden und die USA, haben sich hier zu einem besonderen Vorhaben zusammengetan. Ein mit Sprengstoff beladener Sattelschlepper soll hier zur Explosion gebracht werden. Das Projekt heißt SHIELD, Super Heavy Improvised Explosive Loading Demonstration. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich ein gewaltiger Sprengversuch, den es so in Europa noch nicht gegeben hat. Jede der fünf beteiligten Nationen hat ihr eigenes Testfeld mit eigenen Bauten, bestückt mit eigener Messtechnik. 17 Testobjekte haben allein die Deutschen unter Federführung der Wehrtechnischen Dienststelle 52 aufgestellt, allesamt Bauten, die die Bundeswehr auch in Einsätzen nutzt. Getestet werden sollen die Auswirkungen einer extrem großen Fahrzeugbombe. Unser Thema ist der bestmögliche Schutz im Falle derartiger Anschläge. Unser Fokus ist der bauliche Schutz. Das ist der Schutz, den uns infrastrukturelle Einrichtungen, Objekte, Aufbauten wie diese hier auf dem Testplatz bieten und die Fragestellung, wie wir ihn verbessern können. Mit diesem Versuch in Schweden testen wir im Realmaßstab bauliche Schutzmaßnahmen, Einrichtungen und Objekte im Hinblick auf das, was sie schutztechnisch uns bieten können im Falle derartiger Anschläge. Allein in den deutschen Testobjekten sind 80 Kameras und unzählige Drucksensoren verbaut. Am Tag vor der Sprengung verlegen die Techniker der WTD 52 aus dem bayerischen Oberjettenberg noch Kabel. Letzte Handgriffe bei einem Projekt, dessen Vorbereitung 3 Jahre gedauert hat. Insgesamt 20 deutsche Experten sind vor Ort in Schweden. Michael Steirer ist Projektleiter des deutschen Teams. Wir haben ein großes Spektrum an Fachexpertise hier. Das reicht dann von Ingenieuren über Messtechnikern, Kameraleuten bis hin zu Arbeitern, die eine sehr wichtige Aufgabe hier machen, nämlich für die Aufbauten der Versuche hier vor Ort. So wurden die Bauten mit echter Innenausstattung wie Tischen, Betten und Schränken versehen. Mit den Dummies wird die Auswirkung der Explosion auf Menschen getestet. Vieles haben die Experten im Vorfeld am Computer berechnet. Jetzt wollen sie wissen, ob die Ergebnisse dem Praxistest standhalten. Wir werden hier extreme Schäden an der baulichen Struktur durch die Explosionswirkung erwarten. Wir gehen davon aus, dass die Schutzelemente links und rechts sehr große Schäden erleiden. Gleiches gilt für diesen Stahlbeton-Sicherungsturm. Die Dachstruktur wird danach nicht mehr vorhanden sein. Und es wird auch eine sehr geringe Überlebenswahrscheinlichkeit in diesem Testobjekt erwartet. Aber das ist genau das, was wir wollen, nämlich uns hier mit diesem Großversuch an die Maximalbelastung herantasten und das Ganze auch experimentell nachweisen. Das sind Grenzwerte, die für uns unheimlich wichtig sind. Die Gegend ist abgelegen und einsam. Dennoch patrouilliert ein Hubschrauber, um sicherzustellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Die Explosion wird gewaltig sein. Für mich persönlich ist es eine unheimlich spannende Sache. Wir freuen uns alle riesig auf den Versuch, weil viele von uns selber noch nie so einen großen Versuch miterlebt haben. Und wir werden dann sehen, wenn der Versuch durch ist, ob sich die Anstrengungen gelohnt haben. Der Sattelschlepper voller Sprengstoff ist vorbereitet. Die Wetterbedingungen passen. Die Sprengmeister geben grünes Licht. 5, 4, 3, 2, 1. Erleichterung beim Team. Die enorme Menge Sprengstoff hat einen gewaltigen Krater in den Boden gerissen. Schwere Schäden, wohin man blickt, aber das war so gewollt.
Als Bauingenieur ist es natürlich ein bisschen traurig zu sehen, dass die Leute hier meine ganze Arbeit weggesprengt haben. Aber nur das gibt uns wertvolle Informationen darüber, wie wir sichere Gebäude, Strukturen, die Schutz und Sicherheit bieten, errichten können. Deshalb lohnt sich das natürlich. Vom Sattelschlepper ist nichts geblieben, außer ein paar Teilen, die in Richtung des deutschen Sicherungsturms geflogen sind. Die Kurbelwelle, das Getriebe, ein Kolben. In dem massiven Wall, den die Deutschen aufgebaut haben, klafft ein riesiges Loch. Auch die Bauten haben einiges abbekommen. Wie erwartet hat der deutsche Sicherungsturm sein Dach verloren. Der Turm ist von Einschlägen übersät, die Struktur selbst hat es aber überstanden. Nicht so der Dummy im Zelt, über den die Druckwelle hinweggerast ist. Sofort machen sich die Experten daran, die Schäden zu begutachten. Unsere ersten Eindrücke sind super. Wir haben genau die Ergebnisse bekommen, die wir uns auch im Vorfeld schon erwartet haben. Und man sieht es auch hier, wenn man über das Versuchsfeld geht, mit den Schadensausmaß. Das ist genau das, so wie wir uns das vorgestellt haben. Es wird jetzt folgendermaßen hier weitergehen. Wir werden jetzt dann beginnen mit der kompletten visuellen Erfassung sämtlicher Schäden. Sämtliche einzelnen Gebäude werden das dann im Anschluss dreidimensional vermessen mit hochauflösenden 3D-Scans. Außerdem werden zu Hause in Deutschland die Drucksensoren sowie die Videoaufnahmen ausgewertet. Arbeit für viele Monate. Erst danach kann entschieden werden, welche Maßnahmen noch getroffen werden können, um Bauten sicherer zu machen.